Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Das letzte Mal wart ihr ja dabei, als wir Großbritannien endlich einen Großteil der indischen Provinzen weggenommen haben. Wir schauen jetzt schon richtig gut aus. Das Violette, da sind wir. Das da unten fehlt uns irgendwie noch, um Indien zu werden, aber... Da oben Assam fehlt uns auch noch, um vollkommen Indien zu sein, aber schaut schon ganz gut aus, schaut schon ganz gut aus. Ja, falls ihr euch wundert, ich nehme mit einem neuen Programm auf. Ich hoffe, ihr seht jetzt auch die Maus. Das war bis jetzt irgendwie nicht so sichtbar in dem Spiel. Ich habe das ausprobiert und das funktioniert, glaube ich, tatsächlich. Gut, wir haben relativ hohe Militanz, leider. Wir werden schauen, was für Bewegungen wir da noch haben. Bist du irre, wie viele Typen sich da unterdrückt fühlen von uns. Was wirklich unangenehm ist, sind die afghanischen Freiheitskämpfer. Die wollen wir auf keinen Fall. Persische Befreiung wollen wir auch nicht, aber die 9000 Mark von sind mir wurscht. Wobei, das sind jetzt auch noch nicht so viele. Na gut. Ich glaube, das werden mehr werden. Aber die hohe Militanz ermöglicht es uns, dass wir da was machen. Wir könnten das Proportionalwahlrecht einführen. Oder wir könnten die Armen auch mitstimmen lassen. Das würde die Wahlen auf jeden Fall verändern. Das wird dann bei weitem konservativer werden. Meine Erfahrung nach sind vor allem die Armen relativ, also die niedrigste Schicht relativ sehr, wie sagt man, sehr konservativ eingestellt eher. Was aber wurscht ist, weil die konservative Partei ist eigentlich eh relativ gut. Also so gesehen passt das schon. Machen wir das dann mal. Gut, ja. Diese Folge hatte ich vor, eigentlich hauptsächlich irgendwelche Verbesserungen im Land zu machen. Fangen wir mal an. Ups. Oh, langsamer. So, wir haben organische Chemie. So, das heißt, wir können jetzt Revolution und Konterrevolution wäre schon sehr gut. Weil wir kriegen dann noch einen nationalen Fokus. Und der ist wichtig jetzt. Ach ja, außerdem, wir haben ja gesehen, wir haben viele Provinzen jetzt bekommen, die wirklich mächtig wären, rein theoretisch, als Staaten, die wohl leider noch Kolonien sind. Was ich ein bisschen ärgerlich finde. Und zwar deswegen, weil sie zu wenig Bürokraten haben. Nordbengalen hat zum Beispiel 6 Millionen Einwohner. 6 Millionen Einwohner, das ist so viel wie die Delhi-Provinz. Bist du irre, das wäre cool. Wenn die ein Staat wären. Und Südbengalen hat auch fast 6 Millionen. Okay, die haben schon 0,13, das heißt, wir werden da anfangen. Wir werden da mal die Foki entfernen von den eher lächerlichen Dingern. Und wir werden Nord- und Südbengalen, oder vielleicht Bombay. Na, fangen wir mit Nord- und Südbengalen an. Wir werden dort Bürokraten fördern. Da jetzt dort eh lauter nationale Bevölkerung von uns ist, ist es vollkommen egal, welche Bürokraten erschaffen werden. Hauptsache, es werden Bürokraten erschaffen. Weil Bengalisch ist eine Staatsdingsbums von uns, oder? Ich hoffe es. Oh ja, wow, wir haben viele Staatskulturen. Ist Bengalisch dabei? Ja, Bengalisch ist dabei. Passt. Wow. Nord- und Südbengalen. Hätten wir das einmal. Südbengalen sind wahrscheinlich auch lauter Bengalen. Ja, praktisch ausschließlich Bengalen. Ein paar Briten, nehme ich mal an, sind noch dort, weil die haben ja dort relativ lang besetzt. Ja, das sind zum Beispiel britische Bauern. Wow, sogar punjabische Bauern. Na, schau dir das an.
also von unserer ursprünglichen Kultur. Noch mehr britische Bauern, irgendwelche Asiaten, britische Bürokraten, echt jetzt. Ah, aber die werden assimiliert. Das ist ja cool, das ist gut, das ist gut. Assimilierte Briten sind gute Briten. Das sind nämlich dann keine Briten mehr, sondern Bengalen. Okay, ja. Ja, machen wir mal weiter. Lassen wir das Spiel mal laufen. Viel können wir ja jetzt nicht machen. Wir werden schauen, dass man möglichst viel... Ah, China möchte wieder Bündnis mit uns. Ist okay. China möchte wieder ein Bündnis mit uns. Wow! Das sind ja Rebellen. Wie viele auch noch? Wohin gehen die? Nach Hoshangabad. Das ist ja cool. Die sagen, die lassen wir doch glatt ziehen. Wow! Das ist aber gar nicht gut. Was machen da die Rebellen? Diese Rebellen rennen alle irgendwo hin. Was machen die da? Sind die irre? Nach Sito. Achso, das sind Rebellen, die gegen die Engländer rebellieren. Das ist okay, damit kann ich leben. Soll ich doch die Engländer damit rumschlagen? Ja, da sind 20.000 Russen gefangen. Das ist gut, die kommen dann nie wieder weg. Das ist gezeichnet. So, ja, also wir haben auch, ich habe auch das letzte Mal in der Pause quasi einen Haufen Truppen ausgehoben. Wir werden jetzt viele neue Armeen sehen. Schauen wir mal, wohin gehen die daher? Passt. Du gehst nach Dhaka. Also ich habe eine wieder eine doppelte Armee hier in Bagalpur gesammelt und eine kleinere Armee, eine normale Armee hier in Birjand. Die wird sich dann darauf stellen und auch gegen die Russen kämpfen. Sollten die Russen uns wieder angreifen. Außerdem müssen wir einen Haufen von unseren alten Armeen erneuern. Da fehlen schon urviele verschiedene Truppen. Das wäre eine doppelte zum Beispiel. Da fehlen zum Beispiel ein Husar. Und fehlt ihr ein Pionier. Dann fehlen jetzt 4, 6, 8, 2 Infanteristen. Jo. Aber ja, das machen wir dann, sobald die zwei Armeen, die zwei neuen Armeen stehen. Gut, außerdem werden wir hier weiter ausbauen, die ganzen Fabriken. Und zumindest dort, wo sich's auszahlt, dass man es ausbaut. Rajputana zum Beispiel. Ja, wir sollten da weitermachen einfach. Oh, jetzt wollen sie ein Bündnis. Na, ist eh klar. Jetzt, wo wir stark und mächtig sind, wo wir keine Bündnisse mehr brauchen. Frechheit. Grrr. Sehr ärgerlich. Ist okay, ist okay. Khorasan baut auch aus. Bierschenke eröffnet. Wir sind Hindus. Wir essen, wir trinken kein Bier. Wenn wir das machen, sinkt die Militanz, aber die Effizienz sinkt auch. Wenn wir es nicht machen, steigt die Militanz. Ah, pfeif auf die Militanz. Was soll uns schon passieren? Ja, sie könnten uns rauswerfen, natürlich. Boah, wir müssen da noch irre viel ausbauen. Wir haben da so viele Arbeitslose noch. Das ist nicht gut. Auch in Sindh haben wir noch einen Haufen Arbeitslose.
Und wir bauen eh schon aus, was noch geht. Wow, 115.000 Arbeitslose. Vielleicht sollten wir da den Fokus dabei einmal entfernen. Und ihn tatsächlich nach Bombay setzen. Huch. Ein Krieg, in dem China involviert ist. Wiederherstellung der Ordnung in den Provinzen. Ja, da machen wir doch glatt mit. Ich mag zwar nicht wirklich, aber ich mag auch China nicht als Bündnispartner verlieren. Und ich denke, wir können uns da raushalten. Weil Guangxi und Qinghai grenzen nicht an uns. Und ich glaube, Guangxi und Qinghai. Und ich glaube, China wird alleine mit denen fertig. Ich hoffe es einfach mal. Aber um zu zeigen, dass wir motiviert sind, schicken wir mal da eine Truppe in die Richtung. Achso, das sind eh schon welche. Das muss reichen. Wir tun so, als würden wir mitmachen bei diesem Krieg. Aber die sind gar nicht mehr so schwach. Bist du irre? Vielleicht sollte man ihnen einen weißen Frieden anbieten. Ich will nicht, dass China so stark wird. Es wird uns zwar es wird uns zwar Prestige kosten, das heißt, sie würden dieses Angebot nicht annehmen. Es ist das Einzige, was sie verlangen. Hier nur einen weißen Frieden anbieten, Idiot. Naja, gut. Ah, Deutschland ist gegründet worden, ist eh klar. Ob wir Deutschland noch überholen können, das ist natürlich fraglich. Bis zum Ende des Spiels. Aber zumindest Großbritannien möchte ich am Ende des Spiels schon überholt haben. Also Zweiter möchte ich schon sein. Was soll das bringen, die Beziehungen zu denen zu verbessern? Die führen ja dann sowieso erst wieder Krieg mit mir. Und mit Japan wollen wir gut Freund sein. So, was ist eigentlich mit Russland? Die führen noch immer Krieg dagegen Dänemark. Das kann ja wohl nicht ihr Ernst sein. Vorstellen, dass es jetzt eine Weile. Okay. Nein, das ist meins. Ich gebe gar nichts her. Ich kann mir mal gut vorstellen, dass. Dieser Krieg irgendwann mal doch zu Ende geht. Was ist bei denen besetzt eigentlich? Ja, wahrscheinlich die Kolonien. Ach weh, das ist so grausam. Ist okay. Kommt sie eigentlich alleine klar oder verliert sie diesen Krieg? Ich fürchte, sie verlieren diesen Krieg. Schaut nämlich zumindest so aus, als hätten sie weit weniger Truppen.
Was hältst du von einem weißen Frieden? Nein, kein weißer Frieden. Mist. Aber Krieg will ich mit euch auch nicht führen. Das ist mir einfach zu mühsam. Ich habe nicht einmal irgendwelche Infamiepunkte zum Ausgeben, dass ich irgendwas Lustiges verlangen könnte von euch. Also nämlich muss man das aufheben, weil ich möchte möglichst große Stückchen aus Großbritannien rauswerfen. Was sind denn das für welche? Anarcho-Liberale. Mit etwas Glück übernehmen die ja doch nochmal Großbritannien. Aber dazu hat Großbritannien wahrscheinlich zu wenig Truppen verloren. Mist. Schaut schlecht aus für die Chinesen. Ja, jetzt haben sie glaubt, sie haben irgendeinen mächtigen Bündnispartner und dann hilft ihnen der nicht. Ich bin schon ein ziemliches Aas. Um ehrlich zu sein, ich habe echt keine Lust, da jetzt irgendwie zu kämpfen. Die werden ja wohl irgendwann mal den weißen Frieden annehmen oder verlangen die irgendwas von China, glaubst du? Könntet ihr bitte den weißen Frieden annehmen einfach? Die verlangen sicher irgendwas von China. Wenn wir was von China verlangen, muss ich dann tatsächlich in den Krieg rein. Oh, du hast noch keinen Anführer. Den werden wir jetzt gleich mal erschaffen. Den Herrn Yasser Singh, nein. Baba Singh, na. Obwohl Baba Singh klingt schon sehr cool. Wir nehmen Baba Singh. Schaut das da drüben aus, du bist fertig. Gut. Dann gehst du mal daher. So, was fehlt denn dir? Dir fehlt eine Infanterie und die zwei Pferdbauen. Gut, dann stellst dich da mal her. Und dann kaufen wir hier ein Pferdbau, eine Infanterie. Und das. Warte mal, was machen wir da jetzt? Dragoner, das heißt, ihr braucht da einen Husan her. Dann rüsten wir mal die auf. So, was fehlt dir? Dir fehlt ein Dragoner. Wenn ich das da jetzt hier baue, dann gehen die weiter darüber gut. So, dann bauen wir hier noch einen Dragoner. Der geht dann daher. Dann haben wir die auch mal ausgerüstet. Was fehlt denn dir? Dir fehlt eine Infanterie, aber das machen wir nachher dann, sobald die versorgt sind. Wir bauen jetzt noch mehr Truppen, wir bauen jetzt noch mehr Truppen. So, okay, außerdem, wir haben da jetzt ein Ureinkommen. Das Ureinkommen, oder? Das heißt, wir werden da raufgehen jetzt wieder. Da werden wir auch raufgehen, weil wir wollen ja, dass die möglichst viel entstehen. Das bleibt da. Und schauen wir mal, wie es jetzt ausschaut mit unserem Einkommen. 1300 ist noch immer irre hoch. Boah, bist du wahnsinnig. Ja. Wo war ich? Wir könnten noch die Steuern runtersenken. Die gehen wir mal auf 80%. Die gehen wir auf 50%. Dann schauen wir mal, wie sich das was sich da ergibt. Yep, wir haben noch immer ein Plus. Gut. Und zwar ein kräftiges Plus noch. Oh, Deutschland will jetzt auch verbündet sein mit mir. Na, schau dir was an. So, was haltet ihr von Frieden? Machen wir das?
Nein, machen wir nicht. Ja, Bagalpur ist auch bald fertig. Und wenn die fertig sind, aber da drüben auch noch aufrüsten, da diese Truppen. Oh, ich fehlt noch so ziemlich alles. Yay, ein neuer nationaler Fokus. So, wir könnten gleich Massenpolitik auch machen. Das ist nämlich nicht schlecht, weil dann werden die ganzen Revolutionen schwächer, die bei uns im Land sind. Und wir kriegen noch einen siebten nationalen Fokus. So, was machen wir mit dem? Machen wir wieder da weiter. Wir wollen ja möglichst viele Leute in die Industrie hauen. Ist Afghanistan. Nur da ausbauen. Da können wir ein wenig ausbauen, sagen wir mal. So, außerdem schauen wir mal. Wir haben überall ausgebaut. Wow, arg. 3000 Anarcho-Liberale haben sich versuchen sich da gerade an uns. Steigern. Yay, wir sind vertraut mit Ägypten. Mit Österreich sind wir die einzigen, die versuchen, Österreich in ihre Einflusssphäre zu kriegen. Interessant. Na gut. Terroristen, na super, das ist das erste, was von dort erfunden wurde, ist eh klar. So. Deutschland ist jetzt verbündet mit uns. Wir sind jetzt, ich glaube, jetzt sind wir wirklich angekommen unter den Großmächten. Ah. Ach Gott, ich bin so ein Idiot. Natürlich lehnen sie das ab. Sie annektieren ja schließlich China. Ich weiß nicht, ob die irgendwas von China verlangen können. Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass China das alleine schafft. Gesetzlose Frauenrechtlerinnen. Vier zerbrochene Fenster, versuchte Brandstiftung, Angriff auf zwei Polizeibeamte. Die Polizisten wurden nicht verletzt, aber mit Sicherheit ihr Stolz. Warum in aller Welt haben sie so etwas getan? Ein militanter Flügel der indischen Frauenrechtsbewegung hat in einem unserer Staaten begonnen, mit Gewalt gegen die Behörden zu protestieren. Was denn? Was denn? Frauenrechtsbewegung in Indien? Ha! Lächerlich. Was machen wir mit denen? Naja. Das, was wir immer machen. Außerdem, wir können eh nicht viel dagegen tun. Wir können nur okay sagen. Wir können die Gören nicht einsperren. Wo sind die ganzen britischen Soldaten hin? Da waren doch britische Soldaten. So, 3000 Mann fehlen uns da noch. Besser Frieden. Ablehnen werden wir das voll. Ja, machen wir doch glatt.
Ich habe noch nie diese Warnung gekriegt, dass ich das nicht annehmen sollte. Das wollte ich so oder so machen. Wie schon gesagt, ich will nicht, dass China so stark ist. Das heißt, es ist nicht ganz gut, dass ich mit denen verbündet bin, weil dann wären sie nicht stark. Ausgezeichnet. So, ich glaube, das war der letzte, der nach Bagalpur gegangen ist. So, die werden wir jetzt so stellen, damit wir den Briten gleich einmal zeigen, was wir von ihnen halten. Die stellen wir dann nach Dhaka und ihr geht dann nach Bagalpur. Wir werden da jetzt dann gleich Leute rein rekrutieren. Und zwar brauchen wir noch einen Infanteristen, einen Pionier und eine Artillerie. Gut, das werden wir gleich mal machen. Infanteristen. Artillerie. Und was brauchen wir noch einmal gesagt? Infanterist, Artillerie? Was war das letzte? Pionier. Einmal Pionier. Gut. Und was brauchen wir bei euch? Bei euch brauchen wir auch noch einen Infanteristen. Ausgezeichnet. Dann haben wir die zwei auch nachgerüstet. Ist okay. Du bist auch bald nachgerüstet. Ah, da fehlt uns noch ein Dings, da fehlt uns noch ein Anführer. Kathur Bahadur in Karakram Garia. Oder Chandkumba. Hm, was sagt sie? Die schauen gut aus. Die schauen sehr afghanisch aus. Wir sollten einen lokalen Anführer nehmen. Wir nehmen Karakram Garia. Lokale Generäle für lokale Truppen oder wie? Wow. Finde ich großartig. Ja, das schaut nicht so aus, als würde dieser Krieg zugunsten von Russland ausgehen. Ich meine, die haben zwar nur eine Stärke von 17, 16 und die eine Stärke von 581 und trotzdem schaut so aus, als könnten sie nicht gewinnen. So, ihr seid fertig. Zurück nach Botschnurt. Oder wie auch immer. Das Zentrum hier lassen wir. Als nächstes sammeln wir hier in Faisabad. Und zwar, was brauchst du? Noch eine Infanterie. Ausgezeichnet. Eine Infanterie für dich. So, was brauchst du? Du brauchst noch urviel. Du brauchst noch eine Infanterie. Nein, wo viel ist gut. Eine Infanterie und einen Husaren. Infanterie? Ups. Einmal Infanterie und einmal Husar. Du brauchst einiges noch, aber nicht mehr so viel. Vier Truppen oder so noch.
Ach, die Briten werden wahrscheinlich irgendwo da drinnen sein, wo ich sie nicht sehen kann. Feiglinge. So, das sind irgendwelche Nationalisten. Ich frage mich gerade, ob wenn die gewinnen, ob sie sich Indien anschließen. Weil Nepal gehört eigentlich nicht wirklich zu Indien. So, außerdem schauen wir mal nach, ob wir hier noch ein paar Sachen bauen können. Die Frau, bist du wahnsinnig, das macht einen schönen Gewinn. Ausgezeichnet. Es ist tatsächlich ausgezeichnet. Auch Ostafghanistan hat so viele Leute. Bist du irre? Wir kommen mit dem Bauen von Fabriken gar nicht nach. Kaschmir ist vielleicht ein bisschen hinten nach. Aber gut soll sein. Gut, schau, das ist jetzt auch nicht so der Bringer, was die Fabriken betrifft. Aber nur noch eine Luxuskleidungsfabrik bauen. Einfach zu Spaß und der Freude, damit wir das dort auch haben. Industrie sind wir noch immer nur 9. obwohl wir eh so viele Fabriken bauen. Irre. So. An dieser Stelle Herrschaften. Oh, verstehe. Das ist gar nicht so ein guter Ort, um da zu stehen. Vielleicht solltest du dich besser da hinstellen. Autsch. Das ist natürlich nicht sehr klug. Okay, du kannst überall stehen. Ja, du gehst nach Karachi. Versorgt, voll versorgt. Ja, da will ich wohl voll versorgen. Was ist mit dir? Du bist auch voll versorgt. Sehr gut. Nee, kann 37,8 Dings versorgen. Da kann nur 40,6, okay. Na gut, jo. Ich glaube, wir werden an dieser Stelle kurz Schluss machen. Ah ja, warte mal, Karachi könnte man. Gut, das mache ich dann in der Pause. Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.